Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass unser Verdächtiger ungefähr 33 Jahre alt sein muss, blond und 5 Fuß 3 Zoll groß. Und wir wissen auch, dass wir jetzt herausfinden müssen, wo er wohnt, weil er auf jeden Fall in der Nähe einer oder beider der letzten beiden Mordschauplätze wohnt. Und sehr wahrscheinlich, wir wissen ja alle aus den Vorabendkrimis, dass ein Mörder bestimmte Taten immer nur im Umkreis um sein Zuhause oder einen sicheren Ort rum begeht. Deswegen wollen wir da jetzt mit Stift und Zirkeln... Wir brauchen eine Karte, Watson. Ah, die auch noch. Okay, Karte. Kennzeichnen wir zuerst die 4 Morde auf der Karte und außerdem die Stelle mit der Kreidenachricht und dem Stück der Schürze. Okay, Goodfields Yard, Hanbury Street, Bucks Row by Annie Chapman. Elizabeth Stride. Nee, das war Polly Nichols. Bucks Row war Polly Nichols. Das war der erste Mord. Okay, in der Goulston Street war die Kreidenachricht. Mitre Square. War es jetzt Stride oder Eddowes? Das weiß ich nicht mehr. In der Hanbury Street war es Annie Chapman. Und dann nehme ich einfach mal so. Perfekt, Watson. Okay. Verbinden wir die jeweils beiden Tatorte, die am weitesten voneinander entfernt liegen. Am weitesten voneinander entfernt? Dann sind das die zwei. Wie Sie sehen, Watson, liegen die Tatorte nicht konzentriert in einer Gegend, sondern befinden sich um einen zentralen Punkt herum in unterschiedlichen Himmelsrichtungen auf der Karte. Offenbar wollte der Mörder es vermeiden, an die vorherigen Orte des Verbrechens zurückzukehren. Vielleicht, weil er annahm, dass sie stärker bewacht seien oder er wiedererkannt werden könnte. Der Mörder wohnt also im Zentrum dieses Linienkreuzes. Höchstwahrscheinlich in der näheren Umgebung, ja. Aber wie nah? Wir dürfen uns keine Ungenauigkeiten erlauben. Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie, dass alle Tatorte ungefähr den gleichen Abstand zum Schnittpunkt der Diagonalen haben. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Nacht des Doppelmordes. Erinnern Sie sich, Watson, wir haben 20 Minuten vom Dudfields Yard zum Mitre Square gebraucht. Verbinden wir die beiden Tatorte mit einer Linie. Okay. Perfekt. Natürlich ist unser Weg nicht gerade verlaufen, aber das wird unsere Schätzung nicht maßgeblich beeinträchtigen. Nehmen wir an, der Mörder hat den Dudfields Yard um 1 Uhr verlassen und ist um 1.35 Uhr am Mitre Square angekommen, wo er von den beiden Josephs gesehen wurde. Wenn er 5 Minuten gebraucht hat, um seine Kleidung zu wechseln und 20 Minuten zwischen den beiden Tatorten liegen, bleibt eine Spanne von 10 Minuten, um seinen Wohnort zu bestimmen. Wir müssen das Gebiet eingrenzen, von dem aus man in weniger als einer halben Stunde vom Dudfields Yard zum Mitre Square gelangen kann. Dazu müssen wir eine Ellipse einzeichnen. Die Länge zwischen Dudfields Yard und Mitre Square entspricht 20 Minuten. Addiert man die halbe Länge, also 10 Minuten hinzu, erhält man eine Entfernung von 30 Minuten. Die Entfernung zwischen den beiden Tatorten Dudfields Yard und Mitre Square muss demnach um je 5 Minuten nach links und rechts verlängert werden, um die richtige Ellipse zu erhalten. Und da verstehe ich schon nicht. Ich hätte jetzt gesagt, er kann theoretisch auch 10 Minuten in diese Richtung oder 10 Minuten in diese Richtung. Nee, das geht nicht. Also 10 Minuten in diese Richtung. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. Was muss ich denn da jetzt... Nee. Ups. Weg. Geh weg. Okay, um 5 Minuten. Wie mache ich irgendwas um 5 Minuten? Ich habe da ja keine Angabe. Aber das müssten ungefähr 5 Minuten sein, oder? So? Und so? Bin verwirrt. Also ich weiß, ich muss jetzt hier 5 Minuten in die eine Richtung und die andere Richtung zugeben. So viel ist mir klar.
Aber wie ich dachte, ich zeichne mir jetzt vielleicht erst auch die Punkte ein. Kann ich aber wohl nicht. Wenn ich mal eine Ellipse einfach in der Mitte ansetze, dass die quasi beide beinhaltet. So. Zeichnen Sie eine Ellipse ein, um den Bereich zu bestimmen, innerhalb dessen man in weniger als 30 Minuten vom Duddfields Yard zum Mitre Square gelangen kann. Man in wie lang? 30 Minuten. So, Watson. Ah, okay. Unser Mörder lebt in dieser Gegend. Aber immer noch ein ziemlich unüberschaubarer Bereich, Holmes. Ja, in der Tat. Wir müssen seinen Wohnort so weit wie möglich eingrenzen. Wir müssen die Tatsache berücksichtigen, dass der Mord auf dem Mitre Square unter einem gewissen Druck verübt wurde, da der Mörder wusste, dass nach ihm wegen seiner vorangegangenen Taten gefahndet wird. Wir können davon ausgehen, dass er in einer Gegend agiert, in der er sich sicher fühlt, also wahrscheinlich nicht weit entfernt von seinem Wohnort. Das gilt vor allem für die Kreidenachricht, die er nach den zwei Morden verfasst hat. Zeichnen wir um diesen Ort einen Kreis ein und wählen als Radius die Entfernung zum Mitre Square. Damit können wir die Gegend bestimmen, in der sich der Mörder wahrscheinlich sicher fühlt. Ich hoffe übrigens, dass ihr das Knacken, das ich die ganze Zeit höre, nicht auch hört. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber okay, machen wir es so. Der Wohnort unseres Mörders muss innerhalb dieses Kreises liegen. Bestimmen wir als nächstes den Bereich dieses Kreises, der sich mit der zuvor eingezeichneten Ellipse überschneidet. Na hier. Da haben wir es, Watson. Die Gegend um die Aldgate Station. Sollten wir nicht besser die Polizei informieren, damit sie ihre Bemühungen auf diese Gegend von Whitechapel konzentriert? Wahrscheinlich sind dort eh schon viele Polizisten im Einsatz, Watson. Und ich bezweifle, dass sie uns ernst nehmen würden, geschweige denn überhaupt zuhören. Versuchen wir stattdessen lieber, uns auf die Vorgehensweise des Mörders zu konzentrieren. Wir wissen, dass er es auf Prostituierte abgesehen hat, die mittellos, schwach, krank oder alkoholabhängig sind. Außerdem lenkt er sie ab, kurz bevor er sie tötet, und er hat eine anonyme Nachricht am Eingang eines von Juden bewohnten Gebäudes angebracht, um die antisemitische Stimmung anzuheizen. Wie würden Sie diesen Mann beschreiben? Ein Feigling. In der Tat, er ist äußerst feige. Betrachten wir uns die Morde und besonders die Verstümmelungen noch einmal genauer. Lassen dabei jedoch das Opfer Lestrade außen vor, da der Täter sein schreckliches Werk nicht vollenden konnte. Wenn wir uns noch einmal unsere Beobachtungen in Bezug auf die Opfer und deren verstümmelte oder verletzte Körperteile ins Gedächtnis rufen und außerdem die Tatsache berücksichtigen, dass er auch ein oder mehrere Organe entnommen hat, können wir feststellen, dass der Täter von Mord zu Mord brutaler vorging. Feige und dennoch immer brutaler. Beschäftigen wir uns mit dem Tatort, an dem das erste Verbrechen begangen wurde, und zwar der Mord an Polly Nichols in der Bucks Row. Dieser Tatort liegt am weitesten von dem vermeintlichen Wohnort unseres Mörders entfernt. Vielleicht ging diesem Mord ein weiteres Verbrechen voraus, das in der Gegend des Mörders begangen wurde. Ich glaube, ein feiger Mörder würde sein erstes Verbrechen eher in einer Gegend begehen, die nicht weit von seinem Wohnort entfernt liegt, um nach der Tat so schnell wie möglich einen Zufluchtsort zu haben. Holmes, mir kam gerade ein Gedanke, der mich erschaudern lässt. Diese immer brutalere Vorgehensweise, die Sie erwähnten. Er wird sich ein neues Opfer suchen, solange es die Umstände ihm erlauben, weiter zu töten, Watson. Aber wie kann dieses Grauen noch übertroffen werden, wenn man bedenkt, wie er die arme Catherine Eddowes zugerichtet hat? Um eine Beantwortung dieser Frage zu vermeiden, müssen wir rasch und dennoch wohl überlegt handeln. Watson, ich schlage vor, Sie machen sich ein genaues Bild von den Verstümmelungen der Opfer. Wir haben in Betracht gezogen, dass es sich um Racheakte gegen Prostituierte handeln könnte. Wenn die Opfer Verstümmelungen an ganz bestimmten Stellen des Körpers aufweisen, wollte sich der Mörder vielleicht für eine Krankheit rächen, für die er die ihm bekannten Prostituierten verantwortlich macht. Ja, ich Und weiß. Was ist mit der Spur, die uns zu Dr. Tumblety führt, Holmes?
In der Zwischenzeit muss ich mich um einige Dinge kümmern. Ich muss noch einen wichtigen Zeugen finden, ganz zu schweigen von einigen alten Hinweisen, denen ich noch nachzugehen habe. Bis später, Watson. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das Knacken nicht so extrem, weil das ist echt nervig. Als ich mit Watson über den Mord in der Bucks Row gesprochen habe, hat er eine Zeitung gelesen. Und zwar den Star vom 1. September 1888. Wenn ich mich recht entsinne, fanden in dem Artikel ähnliche Morde Erwähnung, die in den Monaten zuvor begangen wurden. Ich sehe keine Möglichkeit, in den Besitz der Polizeiberichte zu gelangen. Aber vielleicht erhalte ich in der Central News Agency einige Informationen. Ich muss sofort dorthin. Danach statte ich Abraham, dem Besitzer der Tierhandlung in Whitechapel, erneut einen Besuch ab. Die Aussagen des zweiten Josephs lassen vermuten, dass er vielleicht den Mann kennt, den er in dieser Nacht an der Ecke Church Passage und Mitre Square gesehen hat. Sollte das der Fall sein, muss ich diesen Zeugen finden, damit ich ihn befragen kann. Okay, dann zurück zur Central News. Central News Agency, um da Bulling ist ausnahmsweise genau, Agency, im Büro. Um da genau wird ihn schon nicht umbringen. Ein paar Hinweise abzugreifen. Guten Tag. Guten Abend, Mr. Bulling. Und hat Ihnen Ihr Kollege von dem heißen Tipp erzählt? Heißer Tipp? Ah, sehe ich das richtig? Ich habe ihm einen heißen Tipp gegeben und er ist ohne Sie losgezogen? Das ist aber nicht besonders kollegial. Ohne Zweifel will er die Lorbeeren für seine Entdeckung alleine einstreichen. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, was? Ich muss Bulling etwas zeigen, damit er mir glaubt. Was wollen Sie? Nein, ich will Sie nicht auf den Arm nehmen. Sehen Sie sich den schriftlichen Beleg für meine Bezahlung an. Dieser Verräter! Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann... Ich habe keine Ahnung, wo der Beleg herkam, aber... Können Sie mir einen Gefallen tun, bevor ich gehe? Na gut, schießen Sie los. Ich brauche verlässliche Informationen zu den Morden in Whitechapel, die in den Monaten vor der Ermordung von Polly Nichols begangen wurden. Verlässlich? Ha! Sie denken wirklich, dass Sie hier fündig werden? Nun gut, wir haben Fächer, in die immer die Meldungen des laufenden Jahres nach Kategorien einsortiert werden. In der Kategorie Polizei und Gesetz finden Sie Abschriften von Verhandlungsprotokollen und Ermittlungsberichten, die wir immer an interessierte Zeitungen verkaufen. Perfekt. Leider habe ich es ziemlich eilig. Sie kommen allein zurecht, nehme ich an. Schließlich sind Sie ja Detektiv, nicht wahr? Das knackt halt da immer noch auf der Tonspur. Gut, egal. Ich werde vielleicht das Spiel nach der Folge mal neu starten und mal gucken, ob es weggeht. Dann gehen wir mal alles einsammeln. Ich weiß wirklich nicht, wo der Beleg für Bezahlung herkam. Ich weiß, den habe ich letztes Mal hier irgendwo eingesammelt, aber wo genau ich den gefunden hatte, keine Ahnung mehr. Okay, ein Brief eines Journalisten. Mein liebster George, dein kleiner Bruder wird gerade ein bisschen vom Pech verfolgt. Meine erste Arbeitswoche war sehr ernüchternd. Angefangen hat es damit, dass ich keinen Schreibtisch am Ofen bekommen habe und mir morgens immer ziemlich kalt ist. Dann muss ich mich auch noch durch irgendwelche Umschläge in Fächern durchkämpfen. Ich glaube, es gibt keine nervigere und eintönigere Arbeit. Punkt. Wenn ich damit fertig bin, muss ich jeden Umschlag zum betreffenden Journalisten bringen, der sich dann nicht einmal dazu herablässt, mich auch nur anzusehen. Am dritten Tag wurde ich am Schluss auch noch zum Chef gerufen, der mir dann einen Vortrag gehalten hat, weil ich wohl irgendwie die Fächer durcheinander gebracht habe. Ich war so müde, dass ich nicht einmal richtig protestieren konnte, aber er hat mir noch eine zweite Chance gegeben. Jedenfalls bin ich jetzt in einer blöden Situation. Der einzige Sonnenstrahl ist meine Kollegin Miss Janet Filthin, eine wirklich charmante junge Frau, die mich als einzige von allen auch einmal anlächelt. Sie hilft mir so gut sie kann, indem sie mir versucht zu sagen, an welches Fach ich welche Umschläge legen muss. Jeder hier kennt die Ordnung, aber geholfen hat mir bisher kein anderer. Die Dame hat Mitleid mit mir und lässt mir Notizen zukommen, wie Politik und Gesellschaft sind nebeneinander, Sport ist unter Wirtschaft, Schlagzeilen sind am Rand, etc. Für mich gleichen diese Mitteilungen schon fast kleinen Liebesbriefen. Ich glaube nicht, dass es ihr auch nur ansatzweise Spaß macht, Umschläge auf den Schreibtischen zu verteilen, weil der Dank dafür teilweise etwas anstößig ausfällt. Zum Missfallen aller habe ich mich freiwillig für die Aufgaben gemeldet. Über meine Vermieterin gibt es nichts Neues zu erzählen. Aber ich habe es geschafft, sie für die Woche zu bezahlen, sodass es ihr Recht ist, dass ich bleibe. Erzähl aber bloß nichts Mami von dem Ärger hier. Sie soll sich keine Sorgen machen. Ich will sie aber nicht anlügen, da habe ich mich entschlossen, ihr nicht zu schreiben.
Ist okay. Wenn ich ihr nicht schreibe, muss ich sie auch nicht anlügen, ne? Ideen zur Optimierung des Fächersystems. Kurznachrichten und Kurioses ist im Moment oben, sollte nach unten. Polizei und Gesetz ist unten und dort gut aufgehoben. Besprechung anberaumen am unteren Platz, um unten Platz zu schaffen, vielleicht Ende des Monats. Bis dahin mit Kurznachrichten und Kurioses so verfahren wie bisher. Das Fach Wetter ist meistens so gut wie leer. Vielleicht mit Kurznachrichten und Kurioses zusammenlegen. Okay, was haben wir hier noch? Lieber Fernand. Keine Ahnung, was das für ein Name sein soll, aber gut. Es steht nun fest, ich komme am Freitagabend in den Club. Ich freue mich schon, weil ich den Kopf frei bekommen muss, bevor ich noch depressiv werde. Stell dir vor, der neue Bursche steht immer noch in der Gunst von Janet. Aber irgendwann vergisst sie ihn und kommt zu mir. Immerhin weiß ich, wie ich ihren Verehrer loswerden kann. Gestern hatte ich meinen Spaß, als ich die Umschläge des Fachs Erfindung und Wissenschaft ein wenig durcheinander brachte. Da sind ja ohnehin immer nur verrückte Ideen drin. Da die Fächer alle übereinander und nebeneinander liegen, hätte es genauso gut ein Fehler des Neuen sein können und wie erwartet wurde er auch prompt zum Chef zitiert. Er sieht sowieso wie ein Schwachkopf aus. Da wäre es gut möglich, dass er das Fach Politik mit dem Fach Gesellschaft rechts davon verwechselt und letzteres wiederum mit dem Fach Wirtschaft, was daneben ist. Was für ein heilloses Durcheinander. Ich weiß nicht, wie ein intelligentes Mädchen wie Janet so einen Streber leiden kann, aber lange hat er nichts mehr zu lachen und... Okay, wir kriegen hier einen Hinweis nach dem anderen. Wir müssen die Fächer sortieren. Ich hab's ja gesagt. Ich hab nur vergessen, dass wir es beim letzten Mal ja nicht gemacht hatten. Okay. Stevenson und Seal Enterprises, Quittung. Reparatur des Fachs Kurznachrichten und Kurioses, 1 Pfund. Bezahlung erhalten am 12. Juli. Das heißt, das wurde vor kurzem erst repariert. Oh, okay. Der stellvertretende Direktor schreibt schon wieder. Ich möchte mal wissen, welche Schreibmaschine so schreibt. Nur mal so. Sir. Unsere Presseagentur erhält immer mehr Umschläge mit Mitteilungen und ihr Aufbewahrungssystem ist zu klein. Gezielt die Fächer Welt und Gesellschaft, so kommt es immer wieder vor, dass Umschläge in die darunterliegenden Fächer fallen, besonders in Polizei und Gesetz bzw. Kultur. Können Sie veranlassen, dass das Fächerregal umgebaut wird? Bis zu Ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, der stellvertretende Direktor. Okay, und dann haben wir hier noch eine. Achtung, die blauen Umschläge aus den Fächern beinhalten streng vertrauliche Informationen über bekannte Persönlichkeiten, vornehmlich über das Königshaus. Brisante politische Themen sowie wirtschaftliche Belange, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Diese Umschläge dürfen nur weitergegeben werden, wenn der Buckingham Palace oder die Minister dies genehmigt haben. Okay, sonst habe ich hier keine weiteren Hinweise. Ja, dann gucken wir doch mal da rein. Die Fächer enthalten viele Dokumente in datierten Umschlägen. Ich darf sie nicht alle öffnen, das wäre zu auffällig. Wie finde ich heraus, welches Fach das richtige ist? Sie sind nicht beschriftet. Okay, hier oben wurde ein Fach repariert. Das sieht anders aus. Das heißt... Oh, Entschuldigung. Kurznachrichten und Kurioses. Jetzt mal definitiv, das ist das. Dann hatten wir Kurznachrichten und Kurioses auch schon öfter gelesen. Wetter ist meistens so gut wie leer. Dann wird das hier wahrscheinlich Wetter sein. Ich hau mal Wetter da rein. Kurznachrichten und Kurioses. Moment, oben sollte nach unten. Okay, also das haben wir richtig. Polizei und Gesetz ist unten, dort gut aufgehoben. Ah ja, hier. Gestern hatte ich meinen Spaß, dass die Umschläge des Fachs Erfindung und Wirtschaft den Weg durcheinander brachte. Also, Politik und rechts daneben ist Gesellschaft. Und dann Wirtschaft. Also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Okay. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Politik und Gesellschaft sind nebeneinander. Sport ist unter Wirtschaft. Schlagzeilen sind am Rand. Okay, dann haue ich einfach mal die Schlagzeilen
hierhin, weil ich nicht glaube, dass das vertrauliche Informationen, weil die blauen Umschläge sind ja vertrauliche Informationen, dass Schlagzeile vertrauliche Informationen sind. Dann Politik. Politik und Gesellschaft sind nebeneinander. Sport ist unter Wirtschaft. Also muss Wirtschaft oben sein. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Ich mache es einfach mal so. Dann müsste Sport hier sein. Na, Gesellschaft kommt hin. Okay. Wenn ich jetzt hier raustabbe. Perfekt. Dann würde ich nämlich sagen, mache ich an der Stelle für heute Schluss, weil ich nicht weiß, wenn ich das Ganze gelöst habe, ob ich danach direkt wieder in eine neue Cutscene geworfen werde. Und das wäre mir dann zu lange. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.